Wunderbar, dass Sie alle da sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute hier mit uns über das Thema KI in der Hochschullehre diskutieren wollen und vor allem auch die Frage mitklären wollen, was bedeutet das eigentlich für uns als FAU? Und ich würde jetzt ganz gern gleich an Frau Kopp weitergeben, die Jawohl. Dankeschön. Allen auch ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind und beim Illy Coffee Talk teilnehmen. Einen schönen Dank auch an alle Podiumsgäste. Ich stelle Sie jetzt nicht alle vor, das passiert nachher sowieso noch. Warum machen wir diese Veranstaltung? Seit Mitte Dezember spätestens haben sich eigentlich die besorgten Anfragen bei uns zum Umgang mit ChatGPT gemehrt. Also einerseits bezogen auf Prüfungen und Folgen dafür, aber auch im Hinblick auf den Umgang damit und den Einsatz in der Lehre. Ein Studiendekan hat so trefflich gesagt, da kommt was auf uns zu. Und was da auf uns zukommt, birgt natürlich Chancen und Herausforderungen. Die stehen sich gegenüber. Und daher wollen wir heute ganz interdisziplinär mit Ihnen darüber sprechen. Im Forum sehen wir schon, dass auch wirklich beides adressiert ist, Chancen und Herausforderungen. Und vielleicht können wir auf ein paar der konkreten Fragen heute schon erste Antworten andeuten. Fertig werden wir heute sicher nicht mit diesem Thema, aber es muss ja auch nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein. Ich danke Sonja Hetzner und ihrem Team vom ILLI für die ganz kurzfristige Vorbereitung und die Umsetzung und übergebe jetzt gleich wieder, wünsche Ihnen einen gelingenden Nachmittag und freue mich, dass Sie alle da sind. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Einführung. Bevor wir starten mit der Diskussion, würden wir Ihnen ganz gern ein bisschen etwas zum Ablauf erzählen und auch kurz zeigen, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen. Ich würde jetzt kurz meinen Bildschirm teilen und so, dass wir ein bisschen strukturierter das Ganze sagen wollen. Thema der Veranstaltung ist Ihnen bekannt: KI in der Hochschullehre. Was bedeutet das eigentlich für uns? Und vielleicht so ein bisschen für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, was ich nicht glaube, aber vielleicht jemand. Also am 30.11. sind wir alle mit was Neuem, zumindest für viele von uns was Neuem, konfrontiert worden. ChatGPT, einfach ein KI-Tool, das uns ermöglicht, doch eine ganz gute Kommunikationsbasis mit der KI herzustellen. Und das hat natürlich einen ganz großen Hype ausgelöst. Und wir sehen auch schon, dass auch die großen Tech-Firmen auch mit eingestiegen sind und zum Beispiel Microsoft gleich eine Zusammenarbeit ihr für die einfach lanciert hat und gesagt hat, dass es passieren wird. Dann haben wir natürlich auch schon gehört, dass auch eine Pay-Version von ChatGPT kommen wird. Also man sieht, es ist auch nicht nur ein Tool, das uns allen zur Verfügung steht, aber auch, wo zukünftig ganz viel Geld mitverdient werden kann mit dem und auch mit weiteren. Und das Spannende vielleicht bei diesem Tool, KI ist ja nichts Neues, aber das Tool an sich vielleicht hat eine ganz neue Dimension mit sich gebracht, ist, dass wir Nicht-Techies eigentlich eine ganz gute Kommunikationsebene mit der KI haben, unsere Fragen stellen können und auch ganz passable Antworten darauf bekommen können. Ich habe es beispielsweise gefragt, welche Möglichkeiten bieten eigentlich die KI-Tools für die Hochschullehre? Ich habe eine Antwort erhalten, mit dem ich eigentlich ganz gut leben kann. Also es ist alles sehr vernünftig, was dabei rausgekommen ist. Zum Beispiel sagt mir, man kann einfach die KI-Tools können assistieren bei Feedback-Systemen, pädagogischen Assistenten, Unterstützung bei Organisationen. Das Thema personalisiertes Lernen, adaptives Lernen, sodass jedes Individuum die Unterstützung erhält, dass es braucht, dass da auch ganz gut die Unterstützung kommen kann, aber auch in der Erstellung von Prüfungen. Das sind einige Hinweise und ich denke, das ist das, was auch dieses Tool und weitere einfach sehr spannend macht. Und der Hype geht jetzt natürlich um das ganze Thema ChatGPT, aber es gibt ganz viele andere, die wir vielleicht auch schon jetzt selbstverständlich nutzen, die auch mit bedacht werden müssen. Die Diskussion heute, was wollen wir machen?
Wir werden uns auf zwei Hauptthemen konzentrieren. Und zwar zunächst, wo stehen wir gerade und worüber genau müssen wir heute diskutieren? Das ist ganz wichtig. Das Thema überrollt uns im Moment ein bisschen und wir müssen zunächst klären, was müssen wir genau tun. Und dann natürlich ist spannend zu wissen, wohin geht die Reise eigentlich? Wie kann KI und die KI-Tools einfach zur Entwicklung der Hochschullehre beitragen und welche Chancen vor allem wir darin erkennen? Aber jetzt ist vielleicht die spannende Frage, wer diskutiert heute hier mit uns? Und da würde ich ganz gern unser Zoom-Podium jetzt kurz vorstellen. Frau Kopp, haben Sie alle schon gesehen bei der Begrüßung und sie ist auch natürlich an der FAU als Vizepräsidentin für Education sehr bekannt, aber sie ist auch Pädagogin und ich glaube, da hat sie auch natürlich aus der Forschung und aus der Perspektive einer Lehrende auch ein besonderes Interesse, ihr heute teilzunehmen. Wir haben heute auch mit uns Professor Dr. Rudolf Kammel, der ist Professor für Medienpädagogik hier an der FAU und ihm, glaube ich, trifft das Thema KI dreifach, zu einem als Forscher, zum anderen als Lehrender, aber auch als Lehrender, der im Bereich Lehramt auch ganz aktiv ist. Das heißt, KI hier ein ganz zentrales Thema. Genau, da ist er ja. Hallo, vielen Dank. Genau, und wir haben Professor Peter Dabrock, er ist Professor auch hier an der FAU für systematische Theologie, für Ethik und er ist auch Präsidiumsmitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Bis April 2020 war er auch Vorsitzender des Deutschen Ethikrats und Ethik, KI, Big Data, das sind Schwerpunktthemen seiner Forschung. Er beschäftigt sich einfach mit dem Thema auch schon sehr lang und es ist ganz toll, dass er heute hier bei uns sein kann. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Und wir haben auch heute mit uns Professor Dr. Michael Kohlhase, der ist Professor für Wissensrepräsentation und Verarbeiten an der FAU bei der Informatik. Er befasst sich auch mit dem Thema, wie lässt sich Wissen so aufbereiten, dass Maschinen neues Wissen erschließen und es sprachlich kommunizieren können. Also ich glaube, wenn einer uns KI erklären kann, dann Sie. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Und wir haben auch einen Special Guest aus der Schweiz. Ich freue mich, dass Dr. Tobias Halbherr heute hier aus der ETH Zürich gekommen ist. Das ist bei Zoom gut, ne? Man muss dann doch nicht so viel reisen und ist dabei. Genau. Tobias Halbherr arbeitet als Fachexperte für Prüfungen und ist Leiter des Service Online-Prüfungen in der Abteilung Lehrentwicklung und Technologie der ETH Zürich. Er hat Psychologie studiert und Informatik, das heißt Lernen und auch Technik ganz gut miteinander kombiniert und er hat auch zum Thema Hochschulprüfungen mit digitalen Ressourcen promoviert. Und ich freue mich auch, dass Michael Ruppert von der FAU, vom Sprecherrat der Studierenden an der FAU, heute hier dabei ist. Und Michael kann sowohl die Perspektive der Studierenden, aber auch selber als in seinem Studium ist auch das Thema KI einfach ein zentrales Thema. Und heute mit uns ist auch Frau Silke Bergmann. Sie leitet das Referat L1 an der FAU. Das heißt, sie ist für das Thema Rechtsangelegenheiten und Qualitätsmanagement in der Lehre und Studium an der FAU. Und ich denke, wir werden heute ganz, ganz viele Fragen speziell für die Kollegen aus L1 haben. Und ich bin Sonja Hetzner, ich arbeite am ILI und bin heute hier nicht allein, sondern mit ganz, ganz vielen Kollegen und Kolleginnen des ILIs, die im Hintergrund mitarbeiten und freue mich, dass alle da sind. Ja, ich würde dann ganz gern gleich starten mit unseren Fragen. Und meine erste Frage, ich würde ganz gern gleich mit Michael Ruppert starten und zwar: Wir wissen, KI, KI-Tools sind da und wir wissen auch, oder wir vermuten, sind eine ganz gute Unterstützung für das Studium.
Frage an dich, werden diese Tools tatsächlich jetzt schon von Studierenden eingesetzt? Wie schätzt du einfach insgesamt die Lage ein? Also genau, hallo. Zunächst einmal muss man natürlich sagen, je nachdem, wie man KI definiert, benutzen wir alle schon KI, schon seit einer ganzen Weile. Man denke dran, dass solche Sachen wie Google natürlich auch beim Recherchieren von Papern, von Artikeln und so weiter auch schon KI-Algorithmen enthält, und auch solche Sachen wie DeepL und Google Translate nutzen wahrscheinlich die meisten von uns im Alltag. Und das verwendet natürlich auch KI, also Deep Learning-Verfahren. Und zum Beispiel DeepL bietet ja auch neuerdings ein Tool an, das Sachen, das Artikel oder Sätze rephrased und sprachlich vielleicht ein bisschen schöner macht. Also ich glaube, viele Leute von uns nutzen das. Was diese neueren Verfahren anbelangt, die sind natürlich groundbreaking, und ich weiß, dass es, ich weiß nicht, ob es schon für Uni-Sachen verwendet wird, vermutlich schon. Internationale Umfragen, anonyme, sagen schon, dass sehr viele Studis es irgendwo ausprobiert haben. Aber die Sache ist natürlich auch groundbreaking. Ich habe zum Beispiel neulich erlebt in einem Freizeitprogrammierprojekt, einem interdisziplinären, dass jemand, der eigentlich gar nicht so gut Python coden kann, einfach mit ChatGPT den Code hat erzeugen lassen, und immer wenn eine Fehlermeldung kam, hat er die Fehlermeldung ChatGPT gemacht, dann hat es den Code korrigiert und so weiter, und so iterativ entstand dabei in sehr, sehr wenig Zeit ein Programm, das zwar nicht perfekt ist, aber das definitiv besser ist, als Leute normalerweise nach einem Jahr in Python erzielen. Und das ist auf jeden Fall was sehr Erstaunliches, und man muss aufpassen, es gibt irgendwie Nachteile, und qualitativ ist das alles nicht 100% überzeugend, besonders innovativ ist es auch nicht unbedingt, aber man kann doch sehr wirksam damit arbeiten, und ich glaube, mit eigener Reflexion, guten Ideen und Qualitätskontrolle kann man da sehr ordentliche Ergebnisse erzielen und halt auch in wenig Zeit. Man muss natürlich auch aufpassen auf Biases, die halt auch nicht so deutlich zu sehen sind. Also man braucht schon eine gewisse Expertise. Insofern gibt es die Gefahren, und es ist irgendwie auch verlockend, das zu verwenden, weil man halt schon sehr zeiteffizient damit arbeiten kann. Aber ja, daher müssen wir uns auf jeden Fall irgendwie darauf vorbereiten. Und später werde ich auch noch dafür plädieren, wie wir es sinnvoll nutzen können. Genau. Genau, diese von dir angesprochene Zeiteffizienz ist vielleicht auch das, was uns ein bisschen in Sorge bereitet aus der Perspektive der Lehrende, und vielleicht da gleich die ähnliche Frage an Professor Kamel. KI-Tools könnten eine ganz gute Unterstützung sein für die Hochschullehre. Und werden sie eigentlich jetzt schon eingesetzt? Wie schätzen Sie im Moment, oder wie schätzt du so die Lage ein? Ja, tatsächlich gibt es schon seit längerem Versuche, das in der Lehre auch zu nutzen. Also Learning Analytics zum Beispiel beschreibt eben die Nutzung von großen Datenmengen von Lernenden, von Studierenden beispielsweise. Und man versucht eben dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Muster zu erkennen, über die Aussagekraft besitzen, dann über Lernverläufe, Lernschwierigkeiten. Und auf der Basis ist es natürlich auch möglich, dann Empfehlungen zum Beispiel zu generieren. Das ist natürlich jetzt in Ländern, die ein weniger scharfen Datenschutz haben als hier in Deutschland, weiterentwickelt als bei uns, als in den USA beispielsweise, gibt es da durchaus schon mehr. Wir haben natürlich auch für die Vor- und Nachbereitung von Lehre hier Anwendungsszenarien. Also man könnte sich vorstellen, dass man eben bewusst von der KI einen tendenziellen Text generieren lässt, den dann Studierende auseinanderpflücken und mit ihrem Fachwissen halt dann irgendwie kritisch bewerten zum Beispiel. Oder was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass man sich automatisch dann von Skripten Multiple-Choice-Tests, also Multiple-Choice-Aufgaben generieren lässt. Also solche Dinge gibt es schon, und die funktionieren auch natürlich. Auch in der Nachbereitung spielt es eine Rolle. Also es ist schon ein bisschen angeklungen. Da gibt es jetzt viele Lehrende, die Bedenken haben, dass jetzt zukünftig dann schriftliche Arbeiten, die bei ihnen eingehen, mit Hilfe von KI geschrieben worden sind oder von KI geschrieben worden sind. Und da ist schon mal spannend, vielleicht festzuhalten, dass es da auch große Unterschiede gibt, ob Lehrende das als Plagiat empfinden oder wie sie das einschätzen.
Aber es gibt entsprechend dann Detektoren, die wiederum versuchen, dann mit Hilfe von KI zu entschlüsseln, ob es von KI geschrieben ist. Ja, in der Lehre hattest du auch schon ja die Antwort von ChatGPT am Anfang genannt. Also gibt es natürlich auch Szenarien, Programmieren ist auch gerade genannt worden. Man könnte sich auch vorstellen, dass man Dialoge simuliert, zum Beispiel in der Fremdsprache, um Fremdsprachenskills zu üben, oder dass man ein Bewerbungsgespräch vielleicht simuliert oder ein Beratungsgespräch. Also gibt es ganz viele interessante Anwendungen, die man aber im Fach prüfen muss. Und ich plädiere also ganz stark dafür, du hast es ja eigentlich bei meiner Vorstellung schon angedeutet, dass man eben auch überlegen muss, was das also in dem eigenen Studium, das man vertritt, oder in dem Fach, das man vertritt, bedeutet. Nämlich, also gibt es zum Beispiel eben jetzt zukünftig Aufgaben, die eine KI in dem Berufsfeld unserer Studierenden da unterstützen könnte, und wie können wir unsere Studierenden darauf vorbereiten, dass sie wiederum eben kompetent dann mit solchen Systemen agieren und beispielsweise jetzt eben in meiner Domäne dann eben unterrichten mit Hilfe von KI-Assistenten, die vielleicht eben kleine Übungseinheiten mit den Schülern machen. Oder wenn wir jetzt an die Mediziner denken, die klagen ja immer auch von recht vielen standardisierbaren Schreibaufgaben, wo sie irgendwie Sachen protokollieren müssen. Also vielleicht gibt es da eben für die verschiedenen Studiengänge unterschiedliche Antworten. Und letzter Satz, was mich auch noch umtreibt, ist, wie verändern sich langfristig dann die Lese- und Schreibkompetenzen unserer Studierenden oder beziehungsweise dann der Studienanfänger, wenn tatsächlich hier der Sozialisationsprozess schon ganz anders gelaufen ist, aber sich dann vielleicht auch die Motivation natürlich auch verändert und dann zusätzlich zunehmend die Frage gestellt wird, warum soll ich da eigentlich ohne KI-Unterstützung lange Texte schreiben? Genau, vielen Dank. Ich würde ganz gern gleich weiter bei der Lehre bleiben, und zwar ein Fokus auf das Thema Prüfungen. Und das wäre jetzt die Frage an Tobias Halbherr. Was können wir eigentlich im Zusammenhang mit neuen KI-Entwicklungen zum Thema Prüfungen erwarten? Also ein bisschen das Schreckensszenario ist da. Ich habe gestern zum Beispiel nochmal gehört, Prüfung, KI hat juristische Prüfung an der Stanford University bestanden. Also das heißt, es ist so ein bisschen das ganz große Schreckensszenario, die wir jetzt da haben, dass gerade in Prüfungen KI auch illegal eingesetzt werden kann. Wie ist das so deine Einschätzung der Lage? Genau, also was in der Zukunft passiert, ist natürlich sehr schwer vorherzusagen, aber ich denke, wenn wir schauen, wo wir heute stehen, dann sehe ich wie drei Themenfelder. Das eine ist das unehrliche Verhalten oder das Spicken. Das zweite sind die Implikationen auf die Fachpraxis und damit dann auch auf die Frage, ja, wie verändern sich die Lernziele, die wir prüfen möchten. Und ich denke, das Dritte, das ist die Möglichkeiten in der Unterstützung der Dozierenden in der Prüfungsgestaltung, Durchführung und Auswertung. Und vielleicht zum ersten Thema, das Spicken. Ich denke, da drückt der Schuh vermutlich am stärksten. Da sind die Sorgen am größten. Ich denke, eine ganz offensichtliche Konsequenz ist eine Aufwertung von Prüfungen im weiteren Sinn, welche in Präsenz oder in direkter Interaktion stattfinden. Eben weil wir da nach wie vor sehr gute Möglichkeiten haben, Eigenleistungen glaubhaft sicherzustellen. Das kann die mündliche Prüfung sein, das kann die klassische Klausur sein. Ich denke, in diesen Formaten von Leistungskontrollen verändert sich eigentlich nicht sehr viel. Was sich verändert, ist die Möglichkeiten zu unehrlichem Verhalten. Das wird viel, viel billiger für die Studierenden, die kriminelle Energie vorausgesetzt quasi. Und ich finde, das ist eigentlich etwas sehr Positives, weil ich finde, Prüfungen in Präsenz finde ich grundsätzlich etwas Positives. Dann die Frage der Heimarbeiten. Ich denke, da ist es schwieriger vorherzusehen, wie sich das entwickelt. Eine mögliche, vielleicht auch eine wünschenswerte Entwicklung wäre, dass der Fokus dort
stärker auf die, was ich Lerndienlichkeit nenne, zu liegen kommt. Das heißt, dass wir bei Hausarbeiten, bei Projekten stärker darauf fokussieren, was lernen die Studierenden daraus und weniger darauf fokussieren, wie bewerten wir die Studierenden möglichst reliabel und valide in den Situationen. Wenn wir Hausarbeiten als eine Übung, die studentisches Lernen begünstigen soll, betrachten, dann ist eigentlich diese KI gar nicht so ein großes Problem, außer vielleicht, dass es für Studierende verlockender ist, sich selbst zu betrügen, wenn man so will. Aber auch dort, denke ich, gibt es Ansätze, wie man dem beikommen kann, zum Beispiel, indem man Prüfungen in Präsenz mit Hausarbeiten kombiniert. Jetzt die Masterarbeit, das Doktorat, oder wenn da die Betreuung eng ist, dann wird es sehr schwierig eigentlich, KI in einer Art und Weise zu nutzen, wo ich die Eigenleistung eigentlich umgehen kann. Das zweite, die KI als fachspezifisches Werkzeug, da hat Herr Kammerl eigentlich schon sehr viel dazu gesagt. Also ich sehe das sehr ähnlich und ich erwarte, dass das jetzt ein Jahr oder fünf benötigen wird, bis diese neue Technologien wirklich in die Fachpraxis Einzug finden. Und in der Folge wird dann ganz natürlich auch ein Bedarf bestehen, das in Prüfungen mit abzubilden. Das Beispiel der Taschenrechner, der wurde, glaube ich, schon erwähnt, jetzt bevor die Diskussion startete, oder die Informatiker, die heute zumindest bei uns an vielen anderen Hochschulen nicht mehr auf Papier Aufgaben lesen, sondern tatsächlich programmieren. Und mit dieser KI gehe ich davon aus, wird das ähnlich funktionieren. Also das wird ein fachspezifisches Werkzeug werden. Das dritte, die Unterstützung der Dozierenden. Ich persönlich finde das am wenigsten Interessante. Ich erwarte eigentlich, das Spannende wird in der Fachpraxis passieren. Aber dort gibt es sicher Möglichkeiten, eben in der Auswertung, in der Durchführung, zum Beispiel so Webcam-Proctoring, wo dann mal eine Vorselektion stattfindet, die mir dann Studierende auch in Präsenzprüfungen mal anzeigen kann, die sich verdächtig verhalten, dann kann ich das weiter überprüfen. Und auch in der Vorbereitung zum Beispiel, um so forensische Methoden zu ermöglichen mit der Variation von Aufgabenstellungen und so weiter. Was ich denke, was dort ganz wichtig ist, insbesondere wenn wir über die Auswertung nachdenken, oder ich habe eine Prüfung mit 500 Studierenden, ich möchte gerne nicht nur geschlossene Aufgaben nutzen, wie Multiple Choice, sondern vielleicht auch ein Essay. Und da ist dann natürlich die Frage, ja, kann mir die KI da helfen, effizienter zu werden? Ich denke, ganz wichtig ist, dass man da nicht nur die Falsch-Negativen durch eine KI-Bewertung im Auge hat, sondern eben auch die Falsch-Positiven. Und das ist gar nicht ohne, weil wenn ich weiß, wie die KI funktioniert, dann kann ich ganz bewusst Nonsenstexte formulieren, die einfach in der statistischen Oberflächenstruktur eigentlich die Kriterien erfüllen, auf die KI schaut. Und die KI wird das nicht als Nonsens erkennen. Und ich gehe davon aus, das wird jetzt, ich bin nicht der KI-Experte, aber ich gehe davon aus, diese Probleme werden fortbestehen, auch mit den neuen Technologien. Wunderbar, vielen Dank, Tobias, schon mal. Ich glaube, das hat hier schon ganz, ganz viele Fragen geklärt und Impulse auch gegeben. Und bevor wir so ein bisschen diesen Überblick über das Thema Lehre abschließen, vielleicht noch eine Frage an Silke Bergmann. Müssen wir eigentlich heute unsere Prüfungsordnungen ändern? Haben jetzt die Einführung von Tools wie ChatGPT etwas verändert? Und müssen wir reagieren?
Also zum jetzigen Standpunkt müssen wir tatsächlich nicht reagieren, weil die Nutzung von ChatGPT letztlich unter die Nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel fallen würde. Die ist ja jetzt auch schon in den Prüfungsordnungen geregelt. Wir werden das Ganze natürlich ganz eng beobachten und schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob man eventuell ein bisschen nachsteuert, um das klarzustellen. Das wirksamste Tool letztlich in der Hinsicht wird aber auf jeden Fall sein, die Eigenständigkeitserklärungen, die ja immer bei Hausarbeiten und so weiter mit abgegeben werden müssen, die tatsächlich zu aktualisieren. Da haben wir jetzt auch schon eine Mustererklärung vorbereitet, die dann über die Seite des Prüfungsamts auch zur Verfügung gestellt werden wird, die sich dann jeder runterladen kann. Und da geht es dann letztlich um die Formulierung, ne? Also da haben wir jetzt zum Beispiel, haben wir es formuliert, wo ist es? Dies gilt insbesondere für Chatbots, insbesondere ChatGPT bzw. allgemein solche Programme, die anstelle meiner Person die Aufgabenstellung der Prüfung bzw. Teile derselben bearbeiten könnten. Die Nutzung solcher Tools ist eben verboten und die Studierenden müssen eben unterschreiben, dass sie solche nicht genutzt haben. Ja, dann kommen wir ein Stück weit zu dem zurück, was der Herr Halbherr eben gesagt hat. Wenn die kriminelle Energie groß genug ist, dann wird auch das die Studierenden nicht davon abhalten, diese Tools zu nutzen. Aber ich denke, der ganz große Teil unserer Studierenden ist ehrlich und die wollen die Prüfungen so ablegen, wie sie es eben sollen, und dann werden die sich auch dran halten. Ja, ich glaube, da ist eher die Gefahr, dass der ein oder andere das vielleicht nicht richtig einordnen könnte oder unterschätzt und denkt, es sei erlaubt. Aber wenn man eben so eine Eigenständigkeitserklärung klar formuliert, dann denke ich, kann man die Studierenden da auch entsprechend für sensibilisieren. Ist natürlich dann auch ein Stück weit noch Aufgabe der Lehrenden. Und im Übrigen, wie es immer so ist, das Recht hinkt ja leider immer etwas hinterher. Also das ist, ja, ist einfach so, und dem werden wir uns aber stellen. Wir sind regelmäßig auch eingebunden auf Seminaren, wo dann die aktuellste Rechtsprechung zum Tragen kommt, und das arbeiten wir dann auch in die Prüfungsordnungen immer ein. Und ja, wir sind ja am Dauerändern, von daher denke ich, können wir da auch relativ schnell reagieren. Und genau, also ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass uns das prüfungsrechtlich nicht umschmeißt. Na, das ist schon mal beruhigend, und wir nehmen so mit, Business as usual, wieder eine Herausforderung, und es gibt Antworten. Aber vielleicht, wenn wir jetzt, wir haben so ein bisschen diesen Überblick über die Lehre und Studium bekommen, aber es wäre für uns alle vielleicht mal interessant zu erfahren, was verbirgt sich eigentlich dahinter, und wie werden diese KI-Tools trainiert? Also ich glaube, sie lernen nicht, sondern sie werden trainiert. Und ich glaube, Herr Kohlhase, Sie können uns einfach vielleicht da unterstützen, das alles zu verstehen. Ja, jetzt habe ich die dankbare Aufgabe, 80 Jahre künstliche Intelligenz in 3 bis 4 Minuten zusammen. Das ist so ein bisschen wie wenn man den Minutenwalzer von Chopin innerhalb von 12 Sekunden spielt. Ist nicht einfach, aber das Berufsrisiko, das ist schon okay. Wie funktioniert das? Also die erste Klarstellung, glaube ich, die wichtig ist, dass wir es hier mit Systemen des maschinellen Lernens zu tun haben. Das heißt, das sind eigentlich komplizierte mathematische Funktionen, die versuchen, Zeitreihen vorauszusagen. Insbesondere werden die hier eingesetzt, im Wesentlichen, um vorauszusagen, wenn ich einen Textanfang habe, was ist das vernünftige nächste Wort? Und wenn man das sehr gut kann, dann kann man auch Texte bauen, weil das sind eben sehr viele aufeinanderfolgende nächste Worte. Und das ist, was hierbei ankommt. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass man diese Systeme auf sehr vielen Beispielen, positiven und negativen Beispielen, so geht's weiter oder so geht's nicht weiter, von Texten trainiert. Und als Basis, die Daten sind im Prinzip alles, was auf dem Internet ist. Mit all den Vor- und Nachteilen, ja, dieser ganzen Sache. Und das ist ein Algorithmus, sozusagen der Wie geht's wahrscheinlich weiter Algorithmus. Der ist implementiert im Wesentlichen meistens als sogenannte tiefe neuronale Netze, das heißt einfach große Netze. Und wenn ich groß sage, dann meine ich Milliarden von Neuronen mittlerweile. Das ist nicht ganz so groß wie menschliche Gehirne, aber nicht mehr so weit weg davon.
mit Milliarden von Sätzen von Text und man muss sich vorstellen mit Milliarden von Stunden Computerrechenzeit, also etwas, was zum Beispiel die FAU nicht leisten kann. Selbst mit dem neuen Rechenzentrum, was wir jetzt bald kriegen, ja, was national nur wenige davon gibt in dieser Größe, werden wir das nicht leisten können. Das kann niemand außer Google, Amazon und ein paar andere kann das noch leisten und das hat seine eigenen Probleme. Das heißt, wir haben aber auch, da diese Netze sehr groß sind, nicht nur, ich will mal sagen, doofe Mustererkennung, ja? Achtung, das ist eine Katze oder Achtung, das ist ein Panzer, sondern, und da will ich vielleicht ein ganz kleines Beispiel machen, ein Netz ist ja nichts anderes als etwas, was sozusagen an den Neuroneneingängen sowas Ähnliches wie Zahlen erwartet. Das heißt, es kann eigentlich mit Texten nicht umgehen. Das heißt, man muss irgendwie Texte in Zahlen verwandeln, das nennen wir Vektorisierung, und neuere Verfahren machen auch das schon schlau. Und die Idee ist, dass man diese Vektorisierung so macht, dass man so ein bisschen Struktur und Wissen reinkriegt. Also zum Beispiel, wenn man sich den Vektor für Friseur anguckt, das kann man sich so wie so einen Pfeil im Raum vorstellen. Der Raum ist dann milliardendimensional, also nicht nur lumpige 3, wie wir das so kennen, sondern milliardendimensional. Und dann, wenn man vergleicht, wie sieht der Vektor für Friseur und der Vektor für Friseuse aus, dann sind das unterschiedliche Dinge, deswegen haben die auch unterschiedliche Vektoren. Und wenn man sich diesen Unterschied anguckt, dann stellt man fest, wenn man es richtig macht, dann ist der Unterschied zwischen Friseur und Friseuse der gleiche oder ungefähr der gleiche auf irgendeine Art und Weise wie Professor und Professorin. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, dieser Unterschied ist auch ein Vektor und Vektoren kann ich addieren. Dann könnte man gucken, ob Student plus dieser Unterschied, den ich rausgerechnet habe, wo landet der? Und tatsächlich landet der, wenn man es richtig macht, bei Studentin. Das heißt, man könnte sagen, dieses Netzwerk hat verstanden, was sozusagen Gendern ist. Mhm. Ja? Und dann kann man natürlich andere Sachen mit diesem Unterschied addieren. Ja, dann kann man gucken, was ist die Frau vom Hirsch? Das wird man ja immer mal gefragt und man kann man sich überlegen, ist das die Hirschkuh oder das Reh oder so etwas. Ja? Und dann wird ChatGPT oder diese Sachen werden dann Antworten haben. Und einige von denen sind richtig und einige sind von denen nicht richtig. Und wenn man sich ein bisschen mit ChatGPT beschäftigt, dann merkt man, dass ChatGPT in vielen Texten sozusagen weiß, was als nächstes kommen muss. Aber manchmal ist das Wissen ja nicht genau das Richtige. Ich habe mal gefragt, die Quark-Arbeitsgruppe, das ist meine Forschungsgruppe, ja, was weißt du denn über die? Und dann erzählt das, ja, und dann irgendwann hatte ChatGPT offensichtlich das Gefühl, jetzt muss ich aber sagen, wo das ist. Ja, und das wusste es wohl nicht so genau. Und dann hat es einfach gesagt, ja, die akademisch ist die Quark-Gruppe am KIT in Karlsruhe beheimatet. Ja, klar, da musste irgendwie sowas hin, ja, wo das Ganze ist. Und dann hat es einfach was erfunden. Dann kann man ChatGPT fragen, bist du dir sicher? Klar, sagt aber auch nicht warum. Ja, also wir haben letztlich fantastische Voraussagemöglichkeiten, was so als nächstes kommen muss. Aber manchmal liegt es ein bisschen daneben. Und wenn man so Argumente nachverfolgt, dann typischerweise, wenn es sozusagen einmal im Kreis geht, dann schließen sich die Argumente nicht ganz an. Ja, und bei diesen Sachen hat ChatGPT Schwierigkeiten. Und wenn man darauf achtet, dann hat man genau sozusagen, was man auch in Klausuren hat. Wenn ich eine offene Frage stelle in der Klausur, dann kommt oft ein toller Text auf Englisch an. Ja? Und wenn man irgendwie vier Sätze weit drin ist, merkt man, das ist alles Unsinn. Dieser Student oder diese Studentin hat nichts verstanden, kann aber toll reden. Ja, davor habe ich keine Angst. Das kann ich. Und zwar schon seit Jahrzehnten
kann ich unterscheiden zwischen jemand hat Ahnung von KI in meiner KI-Klausur und jemand redet so, als ob er Ahnung hat. Ja, was nicht mehr geht in der Lehre, ist sozusagen, muss ein bisschen weit weghalten und dann sagen, oh, das sieht ja aber gut aus. Sondern man muss genau mit eingeschaltetem Großhirn korrigieren. Alternative zu diesen Machine Learning trainierten Verfahren, ja, das ist immer sozusagen positive und negative Beispiele abgleichen, ist, dass man Verfahren der symbolischen künstlichen Intelligenz nimmt. Darüber will ich jetzt keinen sozusagen Co-Referat halten, sondern nur darauf verweisen, dass wir das in einem unserer Projekte machen, am BMBF-Projekt, ein großes in KI-Methoden der Hochschullehre. Wer das interessiert, soll ruhig mal nachfragen. Ich werde die URL des Projekts, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, in den Chat schreiben. So, jetzt halte ich meinen Mund. vielen Dank für diese Erläuterungen. Und Sie dürfen sehr, sehr gern Werbung machen für das Projekt. Wir haben einfach, wenn ich das so mitgenommen habe, also das Training, die KI ist so gut wie das Training, das es hat und letzten Endes auch die Algorithmen dahinter. Und meine Frage würde jetzt sich an Professor Dabrock richten. Und wenn wir einfach überlegen, dass die Trainingsdaten, die Algorithmen, die haben einen Einfluss, besteht eigentlich die Gefahr, dass KI uns eine verzerrte Realität oder sogar eine Fiktion präsentiert? Das heißt, welche Auswirkungen werden letzten Endes KI und die Ergebnisse von KI auf Forschung und Lehre haben? Wie schätzen Sie die Lage so ein? Wie viel Zeit habe ich? Aber wissen Sie, die Gefahr von solchen Wahnsinnsfragen ist immer, dass man sich das rauspickt, was man sowieso sagen will. Und okay, gut. Also deswegen, die Antwort lautet natürlich ganz klar, ja natürlich wird sie das haben. Und wie Herr Robert auch schon sagte, jede KI, ob nun diese oder die wir davor hatten, ist immer ein Spiegel dessen, was reinprogrammiert worden ist. Das Dritte, was man sagen muss, Biases kriegen wir nicht raus. Das ist jetzt allerdings tatsächlich eine These, die mir hier wichtig ist, weil sie oft aus meiner Sicht falsch vertreten wird, dass nämlich gesagt wird, wir müssen die Biases einfach rauskriegen. Nein, das scheint mir zu naiv zu sein, sondern es muss so laufen, dass die Vorurteile der anderen sozusagen rausgeholt werden und die anderen das mit mir machen. Also man kann sich selbst beobachten, indem man andere beobachtet, die einen beobachten. Ja, das ist der alte Systemtheorie-Trick. Und auf die Art und Weise können wir nur mit den Biases umgehen. Wir wissen, wir kriegen sie nicht raus, aber wir müssen die Biases gegeneinander laufen lassen und das sollten wir auch tun vor dem Hintergrund von bestimmten, das sage ich jetzt auch als Ethiker, von bestimmten Normen und Erwartungen, die sich in der Geschichte bewährt haben. Stichwort Menschenwürde, Menschenrechte, Inklusionsstandard etc. pp. Die gelten nämlich mit und ohne KI. So, das ist sozusagen die kurze Antwort auf das Ganze. Die etwas weitergehende Vertiefung jetzt aus der Perspektive des Ethikers wäre für mich nochmal, und da möchte ich nochmal sehr in das Horn, was Herr Kammerl gerade gestoßen hat, auch nochmal stoßen, nämlich zu sagen, dass wir hier sicherlich an einem Punkt sind, wenn wir den nicht von Anfang an, und Herr Halper hat das auch schon gesagt, wenn wir es von Anfang an begleiten und vieles neu einstellen auf diese neue Situation, in eine Situation geraten, in der wesentliche Kompetenzen, die wir gerade auch in geisteswissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Bereichen lernen wollen, abhanden kommen. Es ist so, dass Schreiben, Schreibkultur und nicht nur Editierungskompetenz wesentlich unser Leben als Geistes- und Kulturwissenschaftler ausmacht. Wenn es darauf ankommt, dass Bildung, ich sag mal in zwei Stichworten, Differenzsensibilität und Ambiguitätstoleranz ist und das jetzt als Drittes auch noch etwas mit einem Authentizitätsversprechen zu tun hat,
dann haben wir bei ChatGPT die Möglichkeit, dass angesichts dessen, dass einfach viele Studierende auch Druck haben, das ist doch einfach so, auch im Leben, was alles zu bewerkstelligen ist, einfach ein wahnsinnige Versuchungsmittel, bestimmte Dinge auszulagern, die man aber erarbeiten muss. Und jetzt stehen wir immer als Lehrende und übrigens auch als Forschende, müssen wir das ja auch selbstkritisch selber so auf uns beziehen, stehen wir immer an dem Punkt zu gucken, wie können wir schaffen, die Menschen, die Studierenden, die mit uns auf dem Weg sind sozusagen, anzuleiten mit diesen Dingen und gleichzeitig darauf zu achten, dass alte gewisse Kompetenzen nicht komplett verloren gehen. Und der deswegen habe ich Frau Bergmann gerade so ein bisschen geschluckt, als Sie gesagt haben mit dieser neuen Einverständniserklärung. Ehrlich gesagt, wo ist wirklich der qualitative Unterschied zwischen der Benutzung von Google, Herr Ruppert hatte das gerade gesagt, und dem, was Sie jetzt sozusagen bei unter ChatGPT sofort irgendwie sozusagen als klare Konnotation bereitsetzen. Ich würde sagen, auf der bildungstheoretischen und damit auch ethischen Ebene ist der Unterschied derjenige, dass Google transparent macht, welche unterschiedlichen Quellen es gibt. Und dass wir auf die Art und Weise tatsächlich auch nochmal genau Differenzkompetenz und dann auch Aneignungskompetenz, also ist jetzt tatsächlich mal der Suchvorschlag 7 wichtiger oder Herrgott, auf der zweiten Seite der Suchvorschlag, wichtiger als derjenige auf Platz 5 auf der ersten Seite und nicht Platz 1 auf der ersten Seite. Das ist, wenn man so will, noch der Vorteil von Google gewesen. Und nichtsdestotrotz ist es auch schon, wie Herr Ruppert sagte, schon auch eine massive KI, die ein Algorithmus, der dahinter steckt. Ja? Und wir müssen, da beißt die Maus keinen Faden ab, wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und wir werden viel, viel umstellen müssen. Und was, Herr Halper, was Sie gesagt haben, mit Blick auf, dass Sie Präsenzprüfungen und solche Dinge bevorzugen. Ja, einerseits ja, aber die Bedeutung der Schreibekompetenz, und zwar, ich sage auch der generischen Schreibkompetenz, also tatsächlich, ich schreibe mal ein Essay, die drei ethischen Grundentwürfe, die es sozusagen in der Geschichte der westlichen Welt gegeben hat. Das mal selber niederzuschreiben, das hatte und einen Lerneffekt. Wirklich auch für die eigene Persönlichkeitsbildung. Das wird es in der Form so nicht mehr geben. Und das empfinde ich zunächst, will ich einfach erst mal sagen, als einen wirklichen, als eine Disruption. Und ich sage aber gleich, ich bin kein Verfallstheoretiker, wir werden damit umgehen müssen, aber uns muss klar sein, was auf dem Spiel steht. Nur darum geht es mir. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Ja, das heißt, Sie haben einen ganz großen Auftrag eigentlich im Moment als Hochschule, uns diese ganz neuen Herausforderungen entsprechend zu stellen. Ich würde jetzt ganz gern nochmal an Bärbekopp, an Frau Kopp einfach jetzt war so einfach die erste Runde ihr an Fragen, so ein Stimmungsbild und natürlich hat eine Universitätsleitung muss irgendwann sich positionieren zu dem Thema. Und die Frage ist, gibt es da schon eine Grundtendenz oder wie wird das Thema aus der Universitätsleitungsperspektive diskutiert? Wir sind ja bei unserer Universitätsleitung der FAU wirklich ein fachlich bunt gemischter Haufen. Und das passt ja auch ganz gut zu unserer Volluniversität. Und wir sind oder wir haben den Anspruch ja auch, Universitätsleitung einer innovativen Universität zu sein. Und deswegen werden wir ganz bestimmt nicht nur auf die Probleme gucken, sondern durchaus auch versuchen, die Herausforderungen ja, zu lösen, aber die Chancen zu nutzen. Das heißt für mich ganz klar, wir müssen uns jetzt erstmal auch mit all der Expertise, die wir haben, untereinander verständigen. Ich glaube, das ist mal der erste Schritt und als erstes unsere Verantwortung als UL, dass wir den Dialog darüber in Gang halten und dass wir da irgendwie versuchen, gemeinsam Positionen zu finden. Wir müssen auch vor allem die Chancen ausnutzen, die uns KI für Feedback für unsere Studierenden zum Beispiel gibt. Das ist ja jetzt wirklich auch was, was noch nicht so oft genutzt wird, ne? Dass wir mit Blick auf unsere Studierenden da die positiven Aspekte holen. Und da sehe ich jetzt unsere Verantwortung als UL am allermeisten,
dass wir da den Raum schaffen, dass sie das weiterentwickelt und dass wir darüber im Gespräch bleiben und nicht irgendwie schnelle Lösungen suchen, die sagen, das und das ist verboten, das und das ist erlaubt. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Und auch mit Blick auf eine Ermöglichungskultur, glaube ich, sollten wir jetzt einfach auch versuchen, Piloten zu projektieren und einfach auch was auszuprobieren und zu gucken, ob das funktioniert und eben nicht immer nach der perfekten Lösung zu streben. Und ich glaube, da sind wir gefragt, vor allem aber auch immer gefragt, jetzt war jetzt mehr mit Blick auf Education, wenn wir auf den Bereich Forschung gucken, auch da, glaube ich, müssen wir uns verständigen, wie zum Beispiel in unsere Grundsätze für gute wissenschaftliche Praxis sowas mit eingehen kann. Wie gehen wir denn damit mit um, mit Publikationen, die mit Hilfe von solchen Tools entstehen? Wie wollen wir das für uns nutzen oder nicht? Und auch da ist es irgendwas, was wir auch wieder nur im Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen machen können, die ja so breite Expertise haben, wie wir jetzt hier schon am Podium sehen. Und da sehe ich jetzt uns UL im Moment am Zug, dass wir diesen Austausch und diese Verständigung und diese Weiterentwicklung von Verständigungen auch einfach am Leben halten. Ja, vielen Dank schon mal. Es ist unsere To-Do-Liste wird immer größer. Ne? Wir haben einfach gewisse Herausforderungen und mussten uns den stellen und auch Methoden einfach entwickeln und Wege finden, bestmöglich damit umzugehen. Darüber werden wir einfach in unserem zweiten Teil nochmal reden. Aber jetzt wäre es einfach der Zeitpunkt, dass wir einfach die Fragen aus dem Publikum reinbringen. Und da hat meine Kollegin, die Stefanie Gerl, schon gesammelt, schon vor der Sitzung in unserem Forum auf Studon und jetzt auch hier, und übergebe ich an dich, Steffi. Danke dir, Sonja. Ich schalte jetzt mal meinen Bildschirm frei, weil, wie die Sonja schon erwähnt hatte, haben sie ja im Voraus schon fleißig im Forum schon Fragen gepostet. Die würde ich jetzt auch aufgreifen und im Podium auch platzieren. Auch aus dem Chat sind natürlich schon Fragen, haben uns schon Fragen erreicht. Dafür versuchen wir jetzt auch mal, dass wir ein bisschen uns da durchgraben. Aber zu Beginn hätte ich eine Frage, und zwar: Eine Dozierende hatte ein wunderschönes Beispiel erwähnt, wie sie KI in ihrer Lehre einsetzt. Die Dozierende ist aus der Technischen Fakultät, und das hat jetzt alles so leicht geklungen. Und die Frage ist, tun sich vielleicht die technischen Fachbereiche leichter mit der Integration von KI als die Fächer in den Geisteswissenschaften? Und die Frage würde ich tatsächlich gerne an Herrn Kammerl und auch an Herrn Kohlhase stellen. Wie ist Ihre Sicht der Dinge auf das? Tut sich die Geisteswissenschaft vielleicht etwas schwerer damit? Ja, du hast das gesagt, wer welche Frage beantworten soll. Könnte auch interessant sein, wenn es der Kohlhase für die Geisteswissenschaft beantwortet. Nee, ich nehme es mal auf, genau. Und denke schon mal, dass es vielleicht da stärker auch Vorbehalte gibt oder eine Ängstlichkeit, auch was falsch zu machen. Das kann schon sein. Ja. Aber ich glaube, dass es kein Weg dran vorbeigeht, dass man sich damit auseinandersetzt. Denn das ist ja schon deutlich geworden, das wird also auch nicht nur in Lehre, sondern im Forschungsfeld, in der beruflichen Praxis, in der Wissenschaft, also wird das zukünftig eine größere Rolle spielen. Und ich glaube, dass gerade das Zusammenspiel also hier ganz wichtig wäre, also Interdisziplinarität und quasi dann die Kooperation. Denn da kann natürlich die Technik viel zum Verständnis beitragen, wo es halt in den Geisteswissenschaften dann nur zunächst mal Verwunderung gibt. Also warum jetzt ChatGPT so funktioniert oder nicht anders. Da helfen natürlich dann tiefergehende informatische Kompetenzen natürlich. Danke. Herr Kohlhase. Ja, ich meine, die Zugänge zwischen den Geisteswissenschaften und den Technikwissenschaften sind ja unterschiedlich, während in den Geisteswissenschaften sehr häufig die Reflexion über das Gut und Böse von Technologie im Vordergrund steht, auch im Vordergrund steht gegenüber, es einfach mal auszuprobieren, ist natürlich in den technischen Disziplinen auch häufig so eine sehr naive Gadget-Lust. Cool, das will ich jetzt mal benutzen. Wie ich durchaus auch an mir selber und auch an meinen Kollegen durchaus feststelle, ja, ist schon irgendwie cool. Aber ich glaube, eigentlich wäre eine
ich will mal sagen, erwachsene Art und Weise damit umzugehen, ist einfach wie ein Tool zu sehen. Und ich sehe das bei meinen Mitarbeitern. Bisher war es immer so, dass sehr viel, also in der Programmierung, ja, setzt sich immer mehr die, es nennt sich Bricolage Programming. Man geht, man googelt nach dem Text, dann kommt man typischerweise auf eine der Antwort-Webseiten im Programmieren. Dann nimmt man sich das Programmierbeispiel runter und passt es so an eigenes an, und dann ist man sehr viel effizienter, als wenn man die Manuals liest. Und meine Mitarbeiter sagen, ich habe ChatGPT beim Programmieren immer in einem Browser-Tab offen. Okay. Alles, was auf dem Internet zu finden ist, finde ich hiermit viermal so schnell. Allerdings aufpassen. Ja, also sowas wie, was ist die richtige Hash-Funktion in dieser Situation und so weiter, und mein Code wird dadurch wesentlich besser. Und das finde ich legitim. Genauso wie es legitim ist, nach Programmstücken zu googeln. Man muss sie immer noch anpassen selber. ChatGPT versucht einem, die anzupassen, und mit sehr guten Ergebnissen. Und das erhöht die Produktivität, und wir sollten auf jeden Fall diese Werkzeuge nutzen, und das wird in Zukunft dazugehören. Und das müssen wir im Übrigen auch unseren Studierenden beibringen, wie man das am allerbesten macht. Ja, oder die müssen es uns beibringen, vielleicht ist es ein bisschen realistischer als Professoren. Aber man braucht eine, ich will mal sagen, KI-Kompetenz. So wie man früher Medienkompetenz gepredigt hat, brauchen wir eine KI-Kompetenz. Und ohne die wird es nicht geben, denn auch ein Beispiel, ja, die ChatGPT postuliert auch manchmal einfach Sachen. Also, wie geht Folgendes in der Programmiersprache Rust? Dann sagen wir, naja, sagt einem ChatGPT, ja, man nimmt einfach die sogenannten sowieso Traits und so weiter. Die gibt es aber in Rust nicht. Die hätten wir gerne in Rust, die wären sehr praktisch. Und deswegen wird es auch letztlich ohne weiteres von ChatGPT erfunden. Aber es stimmt einfach nicht, es gibt sie nicht. Wird sie wahrscheinlich in ein, zwei Jahren geben. Aber ja, also man kann sich nicht darauf verlassen, und es braucht eine Kompetenz zu sehen, was sind das überhaupt für Antworten? Wie gehe ich damit um? Als bessere Suchmaschine? Wunderbar. Als produktiv, also im Programmieren produktivitätserhöhendes Mittel? Wunderbar. Sollte man auf gar keinen Fall auch in Hausarbeiten oder Programmierarbeiten oder Programmierprojekten verbieten. Im Gegenteil, man sollte es lehren, wie es am besten geht. Aber wir brauchen ein ganz gerüttelt Maß an KI-Kompetenz, und das geht nicht ohne Fachwissen. Und deswegen glaube ich, dass wir tatsächlich KI-Ausbildung in viel mehr Fächern unterbringen. Ich finde es furchtbar, dass Juristen Urteile sprechen in Cyberkriminalitätsfällen, die noch selber nie eine Zeile Programm geschrieben haben. Dass Pädagogen, ja, im Gymnasium Informatik lehren, die selber noch nie mit irgendwelchen KI-Sachen interagiert haben und auch nicht wissen, wie sie funktionieren. Ich glaube, da haben wir eine Riesenaufgabe als, als Universität und auch als KI-Lehrende, in die anderen Fächern mit reinzugehen, Rede und Antwort zu verstehen, auf eine Weise, die ein Romanist, ein Jurist, ein Mathematiker verstehen können und die ihnen auch helfen. Nicht als Informatiker ausbilden, sondern einfach als so eine Art KI-Literacy zu vermitteln. Das wird interessant und nicht trivial. Vielen Dank. Ich glaube, was ganz gut dazu passt, ist ein weiterer Beitrag, den wir im Forum hatten, der so ein bisschen auch die ethische Perspektive aufgegriffen hatte. Also es geht natürlich um diesen Wandel, den wir jetzt vollziehen müssen. Da war aber der Kommentar, dass zum Beispiel gelingende Lehre ja durch den persönlichen Kontakt entsteht. Und
dass quasi wir Gefahr laufen, wenn quasi die Studierenden und die Lehrenden ihr Denken an die Maschinen übergeben. Und da war so die Frage, machen wir uns denn da nicht überflüssig? Da würde meine Frage an Herrn Dabrock gehen, wie sehen Sie das? Muss diese das Konzept Universität und die Bildungseinrichtung, muss sich die neu aufstellen und inwiefern sollte das stattfinden? Am besten greife ich das direkt auf, weil ich war auch kurz davor reinzujumpen, lieber Herr Kohlhase, mit Blick auf das, was Sie gerade gesagt haben. Ich weiß gar nicht, ob der Tobias Fey das lustigerweise auch gerade schon geschrieben hat. KI-Literacy oder AI-Literacy heißt meines Erachtens nicht, dass man unbedingt programmiert haben muss. Das würde ich nicht so sagen. Sonst kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, darf nur noch Auto fahren derjenige, der wirklich weiß, wie ein Auto, und zwar bevor das in Modulen zusammengebaut wurde. Weil der Mechatroniker von heute ist ja auch nicht mehr der Kfz-Mechaniker von vor 20 Jahren. Also von daher, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich ahne, was Sie damit sagen, aber ich finde, man muss aufpassen, dass man nicht eine Forderung stellt, die sozusagen auch in der Breite so nicht umsetzbar ist. Ich bin aber ganz bei Ihnen, dass so eine AI-Literacy, dass das jedenfalls dazugehört. Und dann bin ich nämlich tatsächlich genau an dem Punkt der Frage, welche Wege und Mittel eine Universität auf der eine Universitas Literarum auf der Höhe ihrer Zeit, und zwar auch der technischen Möglichkeiten ihrer Zeit, findet, um das aufzubauen, was ich sagen würde, was von Anfang an, seit es Bildungsideale gibt, die über reine technische Kompetenz hinausgehen oder methodische Kompetenz hinausgehen, nämlich nochmal Ambiguität, Sensibilität, gleichzeitig Kompetenz bei einem Authentizitätsversprechen, was eben sagt, dass das in der Persönlichkeit ausgebildet worden ist und nicht nur eine burleske Mimikrie darstellt. Ja? Wenn diese drei Punkte erreichbar sind, dann ist es mir relativ wurscht, auf welche Art und Weise das funktioniert. Es gibt aber doch eine gewisse, sagen wir mal, kulturwissenschaftliche Tradition, die einem nahelegt, dass gerade die Ausbildung des modernen Individuums auch etwas zu tun hat mit Schreibkompetenz eben. Und die steht auf dem Spiel. Und das heißt nicht, dass die 1:1 jetzt rüber gerettet werden muss, aber die muss irgendwie neu trainiert werden damit. Ja? Und da hat Herr Kammer ja schon auch Perspektiven angedeutet, dass das in einem neuen Zusammenspiel von Mensch und Maschine passieren wird. Deswegen bin ich auch gar nicht dafür zu sagen, man verbietet das direkt. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, weil das ja jetzt genau in diesem Semester kam und ich mir jetzt in einem Prüfungsformat ausgedacht hatte, eigentlich sollten die einen generischen Essay schreiben. Ja, weil ich eigentlich fand, dass das jetzt sinnvoll ist als eine Prüfungsaufgabe in dem Portfolio. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich, weil ich ja weiß, dass sie ChatGPT jetzt haben, ob ich das irgendwie einbinde. Ob ich also irgendwie eine ChatGPT-Vorgabe, also irgendwie das hat ChatGPT jetzt auf die Frage, die ich ursprünglich vorhatte, mir rausgegeben. Wie können Sie das vor dem Hintergrund dessen, was Sie in meiner Vorlesung sozusagen gehört haben, präzisieren oder korrigieren oder sonst was, ja? Also tatsächlich bin ich da noch nicht so weit, weil ich gemerkt habe, dass mich das auch wirklich neu herausfordert. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Richtung, dass wir uns neu erfinden müssen. Wir müssen uns neu erfinden, um diese drei Standards, die, glaube ich, seit Anfang an die Universitas Literarum ausgezeichnet haben, auf der Höhe der Zeit zu halten. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich auch guter Dinge. Vielen Dank. Sonja, haben wir noch Zeit für eine Frage oder nehmen wir die mit in den zweiten Block? Genau, nehmen wir vielleicht in den zweiten Block, weil wir eigentlich schon bei dem zweiten Block eingestiegen sind. Weil es ist genauso die Frage, wie gehen wir einfach damit um? Wie können wir KI-Tools grundsätzlich in die Lehre einbinden? Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und
Erstmal die Frage, welche Unterstützung brauchen Lehrende, um das machen zu können? Und vielleicht die Frage wäre jetzt zunächst an Rudolf Kammel, Peter Dabrock und Michael Kohlhase, Sie auch in der Rolle als Lehrende. Welche Unterstützung müssen wir leisten, wir zum Beispiel als Serviceeinrichtung, damit Lehrende zukünftig diese Tools nutzen können? Ich weiß nicht, wer anfangen will, vielleicht Rudolf Kammel. Ja, ich glaube, dass ein Teil der Unterstützung tatsächlich in so einer Grundsatzposition letztendlich auch vielleicht dann gefasst werden könnte, dass wir uns eben zum Beispiel als FAU darauf verständigen, dass wir tatsächlich eben diesen eher zukunftsgerichteten Weg gehen wollen und also hier Konzepte entwickeln wollen, die eben diese technologischen Möglichkeiten nutzen. Und eben jetzt nicht quasi nur versuchen, alles zu verhindern, zu verbieten und zu begrenzen. Das wäre, glaube ich, schon mal das allererste, was Hochschullehrende brauchen, wenn sie sich jetzt da irgendwie orientieren. Also so ein bisschen flanken oder ein bisschen eine Grundsatzposition, die sich aber meines Erachtens auch ziemlich klar ergibt. Was ganz spannend sein könnte meines Erachtens ist auch die Frage, ja, mit welchen Dynamiken tatsächlich jetzt welche Entwicklungen wo vorangehen. Also wir sind ja regelrecht überfahren worden, also jetzt mit OpenAI und Microsoft und Google zieht gerade nach und andere. Es gibt ja noch viel mehr KI-Anwendungen, die frei jetzt verfügbar sind, Jenny und Konsorten und dergleichen. Und die Frage ist ja, wie die Dynamik weitergeht. Also es könnte sein, dass wir quasi eben bis zum Jahresende noch viel mehr Anwendungen kennengelernt haben, von denen wir heute uns noch gar nicht vorstellen können, dass die schon möglich sind. Und gleichzeitig haben wir eben als Lehrende jetzt eben nicht die datenschutzrechtlich geprüften Tools oder die genauen Rahmenbedingungen, wie wir jetzt zum Beispiel Studierendendaten auswerten dürfen oder ob wir Learning Analytics machen dürfen oder nicht. Also das wird, glaube ich, nochmal ganz spannend sein. Und da die Frage kann man ja kurzfristig und mittelfristig und längerfristig beantworten. Da wird es, glaube ich, wichtig sein, dass wir eben dann auch hochschulübergreifend, also letztendlich auf EU-Ebene wahrscheinlich halt eine Strategie findet, wie man diese Potenziale im Bildungssystem denn nutzen möchte und tatsächlich natürlich auch entsprechende, ja, also nicht nur Rahmenbedingungen, sondern Ressourcen auch ja, letztendlich schafft und natürlich auch also rund von der Hardware bis hin zu den Fachleuten, die wir hier brauchen, da auch Angebote macht. Ne? Das hat Herr Karl Kohlhase ja auch erwähnt, dass es da also bei diesen kommerziellen Dinge, die wir jetzt gesehen haben, Microsoft, Google, das sind natürlich enorme Rechenpower, dahinter steckt, also von denen die FAU nur träumen kann. Deshalb glaube ich eben, dass es da wahrscheinlich eine sehr starke Ungleichzeitigkeit gibt der Entwicklungen und wir ganz schnell zu dem Punkt kommen, dass wir als FAU da eigentlich dann zu klein sind, dass wir da wirklich isolierter irgendwie eine gute Lösung finden, sondern man braucht da dann schon irgendwie eine größere Strategie. Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht, Herr Kohlhase, Herr Dabrock, wollen Sie noch ergänzend was dazu sagen? Was brauchen die Lehrenden an Unterstützung? Ja, ich hatte nur ganz kurz, weil ich glaube, es ist viel wichtiger, dass Herr Kohlhase danach den Sack zumacht. Ich hatte ja eigentlich gerade schon angedeutet, in welche Richtung ich von der inhaltlichen Seite her meine, dass es gehen muss. Und wenn dazu tatsächlich von Ihrer Seite Tools angeboten werden, dann glaube ich, ist das, kann ich nur unterstützen, was Herr Kammer gesagt hat. Ergänze nur noch einmal, auf so ein Hase-Igel-Spiel. Also eine KI untersucht die KI, die eine KI untersucht, ob das jetzt nun einer geschrieben, selber geschrieben hat oder eine KI, darauf sollte man sich nicht einlassen. Das ist, das wird einfach immer ein Hinterherhecheln bleiben, sondern es muss wirklich ein Dreher, sozusagen eine Art und Weise des Umgangs mit diesen Techniken geben müssen. Also KI-Kompetenz aufbauen, das ist das Wichtigste. Herr Kohlhase, bitte.
Ja, ich will die Frage vielleicht etwas uminterpretieren. Gerne. Ich glaube, wir Lehrende brauchen vor allen Dingen Unterstützende darin, bessere Lehrer zu sein für unsere Studierenden im Rahmen unserer zeitlichen und physischen Möglichkeiten. Ja, ich möchte mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich gebe eine KI-1-Vorlesung im Moment, heute die letzte gewesen, mit 1100 angemeldeten Studierenden. Ja, ich glaube, auf der anderen Seite, Lehre passiert, wenn 2 oder 3 in meinem Namen beisammen sind vor einem Whiteboard. So müsste Lehre eigentlich funktionieren. Das ist weit weg von dem, was ich da abziehe. Auch mit Videoaufzeichnung. Ja, ist es immer noch nicht 2 oder 3 vor einem Whiteboard. Ich glaube, wenn wir einige der Routineaufgaben, ja, einfach so, wenn die Studierenden hinten nach der Vorlesung mich überfallen, Cola, so, how is that? Ja, shouldn't that be a plus or a minus? Und so, ach, die Klausur kommt. Wenn wir das abgeben könnten und wenn wir sozusagen den leicht klonbaren, vielleicht nicht ganz so guten digitalen Kohlhase, der dann diese Fragen beantworten könnte, und zwar so, dass das eingeht auf die partikulären Hintergründe und Bedürfnisse der einzelnen Studierenden oder kleiner Subkohorten, dann hätten wir wahnsinnig viel erreicht für unsere Studierende und natürlich auch für mich als Lehrenden, weil natürlich will ich mit jedem einzelnen Studenten, ja, selber vor einem Whiteboard stehen, aber das kann ich nicht, dafür bin ich auch zu teuer im Übrigen. Aber das will ich eigentlich. Und ich hatte heute eine Studentin, die nach der Vorlesung, vor der Klausur am Montag, noch einige Sachen geklärt haben wollte. Und ich bin mir sicher, dass in den 20 Minuten, an denen wir da saßen, mehr Lehre passiert ist für sie als im Rest des Semesters. Ja? Das skaliert immer noch nicht auf den Faktor 1100. Ja, aber wenn wir Teile davon automatisieren könnten, und das können wir mit KI-Methoden, glaube ich, und zwar präzise auf die Bedürfnisse der Studierenden hin, dann ist es gar nicht so wichtig, ob das halb so gut ist wie Kohlhase oder ein Drittel so gut wie ist wie Kohlhase. Es ist immer noch durch den Skalierungsfaktor, können wir, und wenn wir es gut wissen, wie wir es einsetzen, in vielleicht 3 Jahren oder sowas, wenn wir gelernt haben, wie wir damit umgehen müssen, dann haben wir etwas erreicht. Und ich glaube, das sollten wir anstreben. Und ob das über ChatGPT geht oder dass wir es wieder in unserem Voll-KI-Projekt versuchen, das muss ich rausfinden, das wissen wir nicht. Und da müssen wir Forschung hinmachen. Und sozusagen die beiden Seiten, wir müssen in der Forschung Tools bauen, die unseren Studierenden helfen, und gerade ist Studierendenadaptivität sehr wichtig und genaue Modellierung, die über Friseuse-Friseusin hinausgeht. Das war ein blöder, das war falsch. Friseur-Friseuse, Entschuldigung. Und auf der anderen Seite die Benutzungskompetenz dieser Dinge, die wir entwickeln, dann werden wir was erreichen. Und da bin ich eigentlich sehr hoffnungsfroh. Ich glaube, das ist eine tolle Zeit, in der wir leben, gerade für die Lehre. Und ja, ich würde mich, ich sehe da nicht so viel Gefahren, ich sehe auch Gefahren drin, aber vor allen Dingen für meine Korrekturgewohnheiten, die sind gefährdet. Ja, und aber das andere sind tolle Möglichkeiten. Tja, das ist schon mal sehr positiv. Also die Chancen ergreifen und wirklich die Qualität in die Qualität der Lehre investieren, einfach und KI zu nutzen dazu. Das ist spannend, wie Sie schon sagten. Die Frage vielleicht jetzt an Michael Ruppert. Was brauchen Studierende, um eben KI einfach kompetent zu nutzen? Also wir hatten schon gehört, dieses KI-Literacy, so eine Fortführung von Media-Literacy. Aber was noch? Was können wir für euch tun? Also ich meine, wir haben ja hier unterschiedliche Dimensionen aufgegleist und vielleicht zu den Gefahren von der KI noch kurz hinzugefügt. Natürlich, wie wir auch schon gesehen haben, schreiben die Dinger unfassbar gut, aber denen fehlt natürlich die systematische Wahrheitsverankerung. Also die machen einfach keine Quellenrecherche und
wie Herr Kohlhase erklärt hat, liegt es einfach daran, dass das Sprachmodelle sind und Wahrscheinlichkeitsverteilung modellieren. Ich will gar nicht viel technischer werden, aber das zu erkennen und irgendwie die Kreativität in den Prozess reinzubringen und wirklich, man muss halt selbst immer noch nachdenken, man muss selbst Probleme auf die richtige Art und Weise strukturieren können, um das sinnvoll nutzen zu können im Prinzip. Auf der anderen Seite, das in den Wissenschaftsbetrieb irgendwie einzuführen, ist natürlich auch noch eine andere Gefahr, nämlich damit kann man ja Plagiate erzeugen, die man gar nicht erkennt. Und im Prinzip auch Ideen klauen von anderen, die man gar nicht erkennt. Und das ist eine große Gefahr, ich glaube, auch in der Wissenschaft, weil da hat man einfach keine Urhebersachen mehr und das ist gefährlich. Daher kann man es nicht so einfach integrieren. Als Hilfe sicherlich schon. Wie man Studierende damit unterstützt, sicherlich irgendwie diese technischen Kompetenzen mitzubringen und Leuten eben auch ein Gefühl dafür zu geben und wirklich prüfen zu lassen, korrigier doch mal den Fehler von dem, was das Ding produziert hat. Wo ist das Problem? Also wie zum Beispiel Herr Kohlhase gemeint hat, man erkennt als Expertin super schnell, dass da nicht so viel Substanz dahinter steckt und dass das eben schöne Sprache ist. Aber als Studierender das Gefühl zu kriegen, wo ist denn hier das Problem? Und diese Korrelation aus schöner Text und hier steckt Kompetenz dahinter, da müssen wir alle dran arbeiten, das etwas zu verlieren, weil die Gefahr, also KI stellt das eben in Frage. Und dazu gesagt, wollte ich eben auch noch dazu sagen, also übrigens zu der, und KI wird sich ja jetzt auch weiterentwickeln und deswegen müssen wir hier aber auch noch sehr, sehr viel tun, weil wenn man sich den Arbeitsmarkt in 10 Jahren anschaut oder in 5 Jahren, man kann sich nicht vorstellen, dass die solche Instrumente nicht nutzen würden. Und das bedeutet, wir müssen irgendwie darauf reagieren und wir müssen auch irgendwie die Möglichkeit schaffen, dass man eben die Fähigkeiten entwickelt und solche Sachen reflektiert und kritisch zu verwenden. Das ist eben ganz, ganz zentral und ich fürchte auch, Textproduktion und eigene Textproduktion wird irgendwie nachlassen, auch wenn man das irgendwie schon bedauert als Studi, wenn man so lange Hausarbeiten geschrieben hat und dann sieht man, dass ähnlicher Sprachstil halt schon produzierbar ist. Daher würde ich sagen, die Lehre muss auf jeden Fall auch viel individualisierter werden, interaktive Lehrmaterialien, vielleicht auch kluges interaktives Feedback auf Dinge, die man geschrieben hat und halt auch einfach instantan, wenn ich irgendwie, wenn jemand Code produziert oder einen Text produziert, eben direkt Feedback bekommen, wie könnte ich meinen Text besser schreiben, welche Argumente sind da drin, fehlen da Argumente drin und da kann man als Uni natürlich Dinge entwickeln und ich kann mir gut vorstellen, dass man das direkt auch schon, also dran arbeiten muss. Aktuell wären das ja auch eher Forschungsprojekte, interdisziplinäre, weil so ganz einfach lässt sich die KI nicht implementieren momentan. Aber wir können ja auch solche Modelle wie, also ChatGPT, wenn es öffentlich ist, kann man es ja auch weiter trainieren und feintunen auf die eigenen Aufgaben. Das bedeutet, man muss auch nicht das Geld haben von Google, um selbst von diesen Sachen profitieren zu können. Ich wollte noch ganz kurz davor warnen, dass wir, falls ich die Zeit habe, Eine Minute noch. Eine Minute. Entschuldigung. Ja, ich wollte ganz kurz davor warnen, dass wir uns irgendwie zurückziehen auf reine Präsenzprüfungen oder auf synchrone Prüfungen. Erstens, Proctoring hat ja selbst irgendwie benutzt so Verfahren, die selbst wieder Biases haben, die haben Racial Biases und es ist unangenehm, einfach von Leuten beobachtet zu werden, was ja damit geht. Und die klassische schriftliche Präsenzprüfung sorgt ja gerade auch irgendwie für diese Dinge wie Bulimie lernen und eben die Sachen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und wir wollen ja Kompetenzen abfragen und jetzt müssen wir uns in Zukunft eben fragen, es gibt ja Kompetenzen und die kann man mit KI auch erlernen und eben Sachen ohne KI, man muss es halt richtig ausbuchstabieren. Aber ja, Präsenz ist wichtig, auch in Seminaren und Projekten, aber solche Sachen sollte man auf jeden Fall auch noch integrieren und etwas experimentierfreundlicher sein. Sorry, dass ich so lange. Genau. Die Frage würde ich einfach direkt an Tobias Halbherr einfach weiterreichen. Also Integration von KI in Prüfungen und wie können Prüfungen zukünftig aussehen?
wie ist so deine, ich weiß, das erste spontane Überlegungen, wie wir einfach mit Unterstützung von KI die Prüfungen der Zukunft gestalten können. Genau. Die Frage implizit und explizit ist ja jetzt auch im Verlauf der Diskussion immer wieder aufgetaucht. Und ich möchte eigentlich zwei Antworten geben. Zunächst die Frage quasi irgendwie, wie können wir Prüfungen trotz KI durchführen und dann, wie können wir mit? Im Unterschied zu den Dozierenden habe ich quasi den Luxus, ich betrachte die Fachpraxis, die mir die Dozierenden berichten, einfach als gegeben. Das ist quasi der Startpunkt. Herr Dabrock hat erwähnt, wie der Essay oder die Schreibkompetenz möglicherweise verlustig geht. Ich in meiner Arbeit muss das gar nicht bewerten, sondern nehme das einfach, wenn Sie mir zum Beispiel sagen, Herr Dabrock, das geht verloren, nehme das zur Kenntnis und frage dann, was können wir damit machen in der Prüfung? Ich denke, wenn es nur darum geht, klassische Schreibkompetenz prüfen zu können, da bin ich überhaupt nicht pessimistisch. Eben die Klausur, das ist quasi die eine Methode und das muss nicht mit Bulimie-Lernen einhergehen. Das ist eine Frage der Prüfungsgestaltung. Ich bin mit Herrn Ruppert einig, häufig geht das de facto mit Bulimie-Lernen einher. Und hier kann die KI effektiv helfen, um quasi die klassischen Kompetenzen bewahren zu können. Zum Beispiel kann ich Studierende einen Essay als Hausarbeit über eine Woche schreiben lassen und danach folgt eine kurze Nachprüfung, Klausur, mit einer aufbauenden Fragestellung und da wird jetzt nur noch in, sagen wir, einer halben Stunde ein kurzes Essay geschrieben und hier kann ich erstens vergleichen als Mensch, korrespondiert das in der Qualität? Aber ich kann eben auch KI verwenden, um den Fingerabdruck, wie schreibt diese Person, mit der Hausarbeit zu vergleichen. Also da gibt es eigentlich sehr mächtige Möglichkeiten, wie wir die bisherige Praxis quasi in die Zukunft retten können. Jetzt das Zweite, was haben wir für Möglichkeiten, mit KI Prüfungen zu gestalten? Da gibt es so viele Ideen. Also zum Beispiel, Multiple-Choice-Prüfung mag niemand. Es ist etwas, das sehr schwierig ist bei Multiple-Choice-Prüfungen, ist gute Dissertatoren zu finden. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber man könnte ja die Fragestellung ChatGPT stellen und der generiert mir dann vollautomatisch die Dissertatoren zum Beispiel. Also da gibt es Möglichkeiten. Dann, wie gesagt, die KI als fachspezifische Ressource, auch hier wurde in der Informatik bereits das Beispiel gegeben. Also was ist, wenn ich eben nicht nur die Studierenden programmieren lasse in der Informatikprüfung, sondern die dürfen googeln, Stack Overflow, oder das war ja vorher die beliebte Ressource, jetzt erlaube ich nicht nur Zugriff darauf, sondern auch ChatGPT. Und dieses Modell, denke ich, das wird sich in sehr vielen Fachbereichen so entwickeln. In der Medizin, das Patientengespräch, die Simulation dort, das hat sicher enormes Potenzial. Da muss ich sagen, was ich jetzt aus meiner bisherigen Arbeit für Technologien, die schon seit 10, 20 Jahren verfügbar sind, einfach sehe, ist zum Beispiel Videos in Prüfungen. Dachte man vor 20 Jahren, das wird die Zukunft und wir sehen sehr wenig davon und der Grund ist einfach, weil die Produktionskosten sehr hoch sind. Und ich denke, das ist auch gewisse Erwartungen, die wir haben an diese Technologien, werden sich wenig materialisieren, einfach weil die Produktionskosten für Prüfungen jetzt im Hochschulkontext, da sprechen wir von 50 bis vielleicht 1500 Kandidierenden, da sind die Skaleneffekte einfach zu klein für gewisse Dinge, die man grundsätzlich tun könnte. Was habe ich mir noch notiert? Eben die Simulation. Was ich sehr spannend fände, man gibt eine Fragestellung
Und die Studierenden zum Beispiel, die sollen die Fragestellung umformulieren, das ChatGPT geben und dann wird dieser Text redigiert. Und alle oder Elemente in diesem Workflow werden abgegeben und werden dann beurteilt. So könnte man zum Beispiel fachgebunden diese KI-Kompetenz erheben. Und also ich denke, das wird sehr spannend. Das ist jetzt sehr schwer vorherzusagen. Aber ich vermute so, die prüfungsdidaktischen Methoden, die wir schon kennen von digitalen Prüfungen, von digitalen Openbook-Prüfungen, die sollten relativ gut passen und wir werden sehen, wie die erweitert werden. Vielen, vielen Dank, Tobias, schon mal von diesen Fülle an Ideen, Anregungen, wie wir Prüfungen gestalten können. Und ich würde ganz gern mit einer Frage anschließen an Silke Bergmann. Die Frage also, können wir es rechtlich so haben, dass KI-Tools grundsätzlich auch in Prüfungen dann eingesetzt werden können? Oder schaffen wir da die richtigen Rahmen für den Einsatz von KI-Tools besser formuliert? Ja, natürlich. Und insofern möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen an das von vorhin anschließen. Also nicht, dass ich jetzt hier missverstanden wurde. Mir geht es oder rein rechtlich geht es auf gar keinen Fall darum, dass wir jetzt auf Teufel komm raus KI verbieten müssen. Im Gegenteil. Im Zentrum muss letztlich das kompetenzorientierte Prüfen stehen. Wir sind als Uni, sind wir da dafür da, die Studierenden auf das Leben und auf den Beruf vorzubereiten. Das heißt, wir müssen sie mit den Kompetenzen ausstatten, die sie brauchen, um den Beruf später auszuüben. Und diese ganzen Kompetenzen, die sind im Laufe der Zeit, sind die im Wandel. Ja, früher hat man für den, wir hatten es vorhin schon mit dem Kfz-Mechatroniker. Ja, der braucht heute ganz andere Kompetenzen, als jetzt früher ein normaler Kfz-Meister gebraucht hat. Ja, und genau so müssen wir eben auch unsere Prüfungsformate wandeln. Das wird für uns als Hochschule mit Sicherheit jetzt am Anfang auch ein bisschen unbequem werden, weil, wie Professor Kohlhase schon gesagt hat, also er sieht seine Korrekturtechnik von früher, die sieht er in Gefahr. Und genau letztlich darum geht es, dass wir als Hochschule einen Weg finden, die KI so zu integrieren, dass wir die Studis weiterhin bestmöglich eben auf Leben und Beruf in der Hinsicht vorbereiten können. Und das Recht folgt dem dann ein Stück weit. Ja, also wie in der Prüfungsordnung gibt es die Regelung eben mit den zugelassenen Hilfsmitteln. Die Prüfenden entscheiden aber jeweils selber, welches die zugelassenen Hilfsmittel sind. Das heißt, wenn der Prüfende seine Prüfung so gestaltet, dass er bewusst auf die Nutzung von KI setzt, dann ist die Nutzung von KI in dem Sinne auch erlaubt. Ja, also auch diese Eigenständigkeitserklärung, die ich vorhin erwähnt habe, die kann man auch umformulieren. Also die ist nicht nur, weil die jetzt eine Regelung dazu enthält, dass ChatGPT verboten ist. Deshalb muss die nicht jeder genauso nutzen, sondern das war jetzt die Formulierung für die klassische Hausarbeit, ja, wie es die ganzen Jahre über eben stattgefunden hat. Da wäre die Nutzung von ChatGPT so eben nicht erlaubt. Ja, und das ist, also vielleicht erklärt das ein bisschen mehr. Das nicht, dass ich vorhin, wie gesagt, missverstanden wurde. Also ich würde abschließend sagen, wir haben alle irgendwo eine Aufgabe. Wir müssen das beobachten, wie sich das weiterentwickelt und einfach versuchen, wie gesagt, so gut es geht, kompetenzorientiert zu prüfen. Und das wird sich zeigen, wie das dann tatsächlich in der Zukunft aussieht. Wunderbar, vielen Dank. Das heißt, wir integrieren KI auch in diesen Bereich und finden die Lösungen dazu. Vielleicht eine abschließende Frage ihr an Bärbel Kopp. Wir haben jetzt hier ganz viel gehört. Das heißt, ich denke, da gibt es ganz viel auch, das gerade für die Universitätsleitung interessant zeigen kann. So jetzt spontan quasi als Antwort. Welche Rahmenbedingungen kann letzten Endes die Universitätsleitung schaffen, um diese Integration, der Aufbau dieser Kompetenz zu fördern? Ich glaube, als allererstes mal müssen wir dafür sorgen, dass wir ja Ermöglichungsraum schaffen, beziehungsweise auch den ausnutzen, den wir ja schon haben. Es ist ja eben nicht so, dass wenn in der Prüfungsordnung drinsteht, die Hausarbeit muss so und so viele Seiten haben, dass damit irgendwie gar nichts mehr links und rechts geht. Aber ich glaube, da müssen wir einfach auch drüber sprechen und mit beraten, wo sind denn Spielräume. Und ich glaube, wir müssen irgendwie so diesen Pioniergeist auch ein bisschen belohnen. Und das ist, glaube ich, das, was wir
miteinander probieren müssen, ja, dass wir es einfach mal ausprobieren. Wir haben ja mit dem ILI jetzt zum Beispiel eine zentrale Einrichtung, die auch hier hohe Expertise hat, die Beratung bietet. Wir können irgendwie im Rahmen von Innovationsfondsausschreibungen solche Dinge, solche Projekte auch mal unterstützen. Wir können auch versuchen, wirklich Leute auf den Weg zu bringen. Wir müssen beim Tag der Lehre uns über Best Practice austauschen. Also da geht es, glaube ich, wirklich darum, dass wir auch da lebendig bleiben und jetzt irgendwie wissen, die Diskussion wird weitergehen und wir selber müssen uns einfach auch fortbilden und gucken, was ist alles neu. Das nutzt jetzt nichts, wenn wir immer drüber reden, wie es früher war und dass das sowieso alles besser war. Wir müssen, glaube ich, auch dafür sorgen, dass jetzt im Bereich der ganzen Studienprogrammentwicklung und im QM sukzessive auch Fragen des Prüfungsformats immer wieder geklärt werden, dass wir da auch tatsächlich mal was wagen. Ja, und das tun wir ja auch immer wieder. Das ist, glaube ich, so das, was wir als UL jetzt auch unterstützen müssen. Als zweites, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir jetzt als einzelne UL-Mitglieder oder jetzt speziell auch ich als VP Education mich immer wieder auch austausche, ja, mit FAU-externen Leuten und auch Rudi Kammer hat es ja gesagt, es geht auch um europäischen Austausch, dass wir da jetzt nicht unser eigenes Süppchen kochen müssen. Und zum dritten, glaube ich, dass wir alle zusammen auch versuchen müssen, echt an der Qualität unserer Lehre weiterzuarbeiten. Das ist jetzt an ganz vielen Stellen auch aufgeklopft. Die Kompetenz des kritischen Denkens und Beurteilens und Future Skills, das ist einfach was, was unsere Studierende bei unseren ganz normalen Lehrveranstaltungen erwerben müssen. Und ich glaube, da haben wir alle unseren Beitrag dazu zu leisten. Darüber müssen wir auch gute Beispiele zeigen, denn leider kann auch eine VPE nicht die Leute zwingen, das so oder anders zu machen, aber ich glaube, wir können einfach nur unterstützen und immer wieder darauf hinweisen, wie es gut läuft. Das ist, glaube ich, das, was unsere UL-Verantwortung ist. Und wirklich gut machen müssen es die einzelnen Personen. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort eigentlich für diese Runde, liebe Werber. Also wir haben alle ganz, ganz viel zu tun, um eben einfach diese Zukunft mitzugestalten. Und es kommt in der Lehre ganz viel Spannendes auf uns zu. Und als innovative Universität müssen wir auch in der Lehre innovativ sein. Wir sind eigentlich auch mit unserer Zeit so ziemlich am Ende. Ich frage jetzt mal in die Runde, gibt es noch jemanden, der noch irgendein Schlussstatement auch noch mit abgeben will? Brennt nicht. Wir haben eine ganze Menge von Fragen im Chat, die wir haben ihr in dieser Diskussionsrunde nicht abarbeiten. Wir nehmen sie mit. Wir versuchen zumindest sie kommentieren zu können und vielleicht sogar eindeutige Antworten an alle zu liefern. Wir haben auch hier die Sitzung aufgezeichnet. Wir werden sie nach einer Freigabe online stellen über Studon, über VTV, über die Wege, die wir an der FAU zur Verfügung haben. Und wie ich denke, das wird jetzt nicht die letzte Diskussionsrunde sein, die wir miteinander hatten. Wir müssen viel miteinander reden und viel voneinander lernen. Und ich finde es ganz toll, dass Sie alle da waren. Und vielen Dank vor allem an Sie, die Ihre Zeit hier uns zur Verfügung gestellt haben und mit Ihrer Expertise uns einfach bereichert haben. Vielen Dank. Danke, Sonja Hetzner, für die wunderbare Moderation. Danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss.